Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elden Ring. Im letzten Part haben wir es tatsächlich geschafft, diese Sprungrätsel zu absolvieren. Ich hätte es ja nicht gedacht. Und das führte uns in eine große Schlucht und diese führte uns hierher. Und wenn der geneigte Elden Ring-Zuschauer weiß, hier waren wir doch schon mal. Genau, das ist diese spinnenverseuchte Höhle. Ich sag mal Spinnen, es sind Ameisen, Leute. Die ameisenverseuchte Höhle. Und hier können wir noch ein paar Items wegsnacken, was sehr hilfreich ist. Was haben wir denn hier noch? Goldene Rune 8, nehme ich doch sehr gerne an mich. Aber wie gesagt, ich bin begeistert immer wieder, wie die Welten von Elden Ring sich dann so miteinander verbinden. Na, jetzt waren wir die ganze Zeit in der Hauptstadt unterwegs und schwuppdiwupp, zack, sind wir hier unten wieder im Spinnentunnel. Au! Ja. Ich werde gerade gesnackt, das wollen wir natürlich nicht. Leute, das ist sehr unhöflich von euch. Lasst das mal bitte bleiben, ja? Das machen wir hier nicht, ja? Das machen wir hier nicht. So. Bisschen Taubennetz herbar einsammeln, dann gucken, was er hier noch liegen hat. Noch eine goldene Rune, schön, schön. Und ich würde sagen, dann passt es erstmal. Oh, hallo! Ja, wenn ihr doch schon mal alle hierher kommt. Das sind die, die hier so hochklettern hier. Oh, das sind die Aggro. Sollen wir die eben wegmachen? Aber wir machen die eben weg. Oh, oh. Okay, scheiße, jetzt fliegen wir noch. Oh nein! Das war ein Fehler. Ich bereue meine Entscheidung sehr. Wollen wir die eben wegmachen? Kotzen uns voll. Man muss seine Entscheidungen auch mal bereuen, ja? Das kennen wir hier. Das passiert oft hier in Elden Ring. Will ich nicht verheimlichen. Oh, schön. So, dann machen wir die da eben erstmal noch weg. Hallo, oh, oh, nein, nein, nicht angreifen. Nein, 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 kein Kotze, du bist am Kotzen, ich weiß das, ich will das nicht. Nee, 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 nee. Das ist auch wieder das Gegnerdesign, alles. Es ist einfach top-notch, top-notch. Ist nicht grundlos Game of the Year geworden. Und ich muss gestehen, wir sind ja noch weit entfernt davon, am Ende zu sein. Aber ich freue mich jetzt schon auf den DLC, dass es halt weitergeht, diese Gewissheit, ja, da kommt noch was. Weil es gibt Spiele, weißt du, es gibt Spiele, die sind einfach so lang, dass du irgendwann sagst, oh, also jetzt habe ich langsam wirklich genug, jetzt könnte mal wieder was Neues sein. Gibt es ja so Sachen, die sich wirklich, zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla. Das ist so ein Game, ja, nee, komm Bruder, da hast du nach 30 Stunden schon keinen Bock mehr und das geht halt so gefühlt 300, wenn man alles machen will mit allen DLC. So, es gibt Spiele, die nutzen sich irgendwie ab und da wird es langweilig, aber dieses Spiel überrascht ja immer wieder. Es überrascht ja immer wieder mit neuen Dingen, immer wieder, immer wieder. Und wir sind jetzt auch schon bei Folge 240 oder so. Und es ist immer noch nicht langweilig. Es ist eines meiner längsten Projekte, die ich jemals auf dem Kanal hatte. Und ich glaube, nur Minecraft war länger. Und Wahnsinn, ich habe immer noch Bock. So, aber jetzt, wo wir das gemacht haben, würde ich sagen, kehren wir erstmal wieder zurück, weil da wollten wir ja nicht gar nicht hin. Wo wollte ich denn hin? Ich wollte hier unten hin. Hier gibt es nämlich noch was. Und hier gibt es noch was. Das ist wohl ein Heldengrab zum Kotzen. Und das ist wohl ein normales Grab zum bisschen Kotzen. Können wir mal mit arbeiten. Dann würde ich sagen, gehen wir hier hin, hier aus der Tür raus, müssen dann hier seitlich unten lang. Und dann sollten wir da hinfinden. Dann schauen wir mal, was da ist. Dann machen wir die beiden noch. Und dann gucke ich nochmal ein bisschen auf Malthus Plateau. Und dann sind wir aber wirklich so weit, dass wir dann endlich weitermachen können. Dann geht's mit der Story weiter. Dann haben wir genug gebacktrackt. So meine Meinung nach. Wir haben noch ein Siegelgefängnis auf. Ja, ich weiß, aber ich würde trotzdem sagen, wir können dann erstmal weitermachen. Ich habe nämlich, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Bock langsam ins Schneegebiet zu gehen. Nur davor, also ich habe lediglich sehr große Angst davor, den Weg dorthin zu gehen. Denn da sind wir ja damals nur durchgeritten und das war schon übel. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn wir den dann wirklich jetzt direkt gehen. Aber der ist nicht so ohne. So, das sieht gut aus. Hier kann man wohl schon direkt auch runterspringen. Sehr gut. Hui. Jups. Als hätten die geahnt, dass ich hier lang komme. Dann schauen wir mal, wo ist denn was? Ich will nicht... Ja genau, wir machen erstmal das da oben. Das ist wohl so eine normale Höhle, so ein normaler Dungeon mit einem Boss am Ende. Da kann man mit arbeiten, ne? Die Kabea. Du siehst sehr fett aus. Aber vielleicht sieht es auch nur fett aus. Nein, der ist fett. Und da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf, Bruder. Ich will eigentlich nur in diese Höhle rein, weißt du? Ich seh mich sterben. Ihr seht mich auch sterben.
und ausweichen und hauen. Auf den Arsch, auf den Arsch, auf den Arsch. Aua. Nochmal, komm. Jemine, ey. Was ein Krampf mit den Bären. Das ist eine richtige Bärenplage hier. Dankeschön. So. So, irgendwo hier sollte so eine Höhle sein. Kann man die sehen? Nö. Ja, wo mag sie denn wohl sein? Vielleicht ist sie unten. Wir gehen mal ein bisschen schauen. Vielleicht kann man hier seitlich noch irgendwo runter. Vielleicht ist sie auch da oben. Es könnte sein, dass sie da oben ist. Ich sehe sie jetzt hier so erstmal direkt auf jeden Fall nicht. Wir gehen einfach mal die Mauer hier entlang. Vielleicht finden wir da irgendwo was. Vielleicht müssen wir mit der Kette irgendwas öffnen. Aber die geht, glaube ich, nur in Dungeons drinnen, ne? Die geht nicht außerhalb, oder? Und schon sehe ich, wie wir uns doch das Heldengrab erstmal zu Gemüte führen. Weil ich da weiß, wo der Eingang ist. Nö, hier sehe ich nichts, Leute. Dann gehen wir doch erstmal ins Heldengrab, ne? Oh, schön. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Da freue ich mich doch jetzt. So ein Heldengrab in Ehren, das kann doch niemand verwehren. Das ist nochmal so ein dicker Bär. Herrlich. Sind das diese Statuen, die immer zum Heldengrab zeigen? Weil da oben, da sitzt ja so eine Statue wieder. Und hier ist wieder ein Heldengrab. Ich habe das Gefühl, die Viecher führen uns zum Heldengrab. Irgendjemand meinte mir auch mal, dass diese Statuen durchaus einen Sinn haben und auch irgendwo hin zeigen. Das könnten die Heldengräber sein, oder? Könnte das sein? Hier geht es einfach nur ins endlose Nichts. Und hier sehen wir, da geht es in Richtung Schneegebiet. Da wird es schon schneeig und kalt. Bald. Sehr bald, meine Lieben. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Da vorne ist eine Statue, die wir mit dem Bär wahrscheinlich kaputt machen können. Also habe ich ja auch gelernt. Die Dinger kriegst du nur kaputt, wenn du einen Gegner drauf ballerst. Da ist nichts zu machen mit Items, Bomben oder sonst irgendwas. Schauen wir doch mal, was steht denn hier? Etwas Unglaubliches voraus, aber warum immer leiden? Ja, leiden. Umkehren. Ja, fühle ich, Bruder. Ups. There we go. Willkommen im Heldengrab. Wir haben doch noch irgendwo eins. Ich hatte doch mal noch so ein Heldengrab gefunden und meinte, oh nö. Da habe ich jetzt mal richtig keinen Bock drauf und bin wieder gegangen. Und das machen wir später. Wo war das denn? Weil das müssten wir dann ja noch machen. Das wäre dann ja auch nochmal, müsste man sich dann auch nochmal zu Gemüte führen, ne? Schauen wir mal. Ab ins Heldengrab! Schön. Wo müssen wir lang? Ah ja, wer hätte es gedacht? Herrlich. Grab des Helden von Auriza. Dann chillen wir uns doch mal direkt hin, alles auffüllen. Dann würde ich sagen, einmal die Kette verwendet. Und los geht der Spaß. Da müssen wir gleich lang. Ich gucke aber erstmal, was hier ist. Nahkampf voraus. Ja, machen wir mal ruhig. Nimm mal ruhig so einen Steinschwertschlüssel und dann einfach nahkämpfen. Das wird schon wäre. Alle voraus. Alter, was? Ja, nicht diese Kontrollverlust-Scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. So, was haben wir denn hier? Goldenes Epitapium. Klingt nicht schlecht. Sonst ist hier aber nichts mehr. Oh, ich glaube, der ganze Dungeon ist voll mit den Biestern wahrscheinlich. Freude macht sich in mir breit. So, muss noch mal ein Stückchen Sekt trinken. Prösterchen, ich trinke Sekt vielleicht, ne? Dann schauen wir mal. Oh je. Wieder so ein Wagen. Oder habe ich den mit der Kette jetzt zerstört? Oh nein. Oh. Kann ich den mit der Kette zerstören? Geht das? Nö. Scheiße.
Das war dumm. Wie viele Seelen habe ich? Okay, geht aber. Die Dinger. Das, ach nein, nein, nein. Oh nein. Grüße geht raus an Kay an dieser Stelle. Ich kann den Kommentar schon sehen. Ich fühle den Kommentar bereits. Ja, ich kann ihn fühlen. Ich kann ihn fühlen. Gut. Also irgendwie konnte man doch angeblich mit so einer Kette so diese Wagen kaputt machen. Wahrscheinlich da, wo die Fallen normalerweise wären. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Egal. Nein, hier lang. Ich probiere jetzt mal mein Glück. Das war jetzt gerade dumm, das gebe ich zu. Boah, da habe ich ja richtig keinen Bock drauf, ne? Oh Mann, wieder diese Wagen. Gibt es denn hier irgendwo einen Spot, wo ich reinrennen kann? Da, 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 da. Los, 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 los. Und dann muss ich zu Ende rennen. Es gibt keinen Zwischenschritt mehr. Ach, da kommen auch noch Skelette. Ja, moin. Tschüss. Idioten. Ah, warte, die stehen gleich wieder auf. Aber vielleicht, wenn er nochmal wieder drüber fährt. Achtung. Er macht sie auch ganz kaputt. Laufen, 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 laufen. Und diese Lichtdinger. Au, okay, scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Fährt er hier durch? Hab ich das richtig gesehen? Fahren die hier durch? Nein, um Gottes Willen. Ich dachte gerade schon. Also man kann da runter. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Vielleicht überlebt man das auch nicht. Ich würde jetzt eh erstmal da weiterlaufen. Oh, mega gut. Kann man da irgendwo hin? Nein, 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 nein! Boah! Oh, es gibt zwei. Okay, die tauschen sich auch noch hier, die oh Gottes Willen. Okay, warte. Wir folgen jetzt dem. Und dann müssen wir dahin. Oh, cool. Hier sind wir sicher, Leute. Mega gut. Nehme ich wohl. Oh, hi. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Oh, Kriegsasche, heiliger Bauwächter, Helm, Baumwächter, Rüstung, Baumwächter, Stulpen, Baumwächter, Beinschutz. Ne, bleib mal liegen. Bin mich hier am Entspannen, Bruder. Wir stehen, Vorsicht vor Kopf. Vorsicht vor hinten. Hinten rein. Okay, einfach rennen. Au, was war das? Und von wo? Da. Sehr unhöflich von dir. Das müsste ich aber doch jetzt mit der Kette ausmachen können, oder nicht? Oder braucht man beide Ketten? Die eine Kette macht die Geheimgänge auf. Mir scheint zu klappen. Das klappt. Die Falle ist deaktiviert. Cool. Das klappt tatsächlich. Das ist ja schon mal geil. Danke auf jeden Fall nochmal an Dursus für diesen Tipp. Der ist Gold wert. Okay. Oh, fuck. Okay, da können wir gleich auch noch runter. Aber erstmal umschauen. Es sind überall diese Lichtkreisel. Was machen die? Können wir da durch? Jetzt lässt sich diese Tür öffnen. Ja. Okay. Das scheint eine normale Katakombe zu sein. Oder was ist das jetzt hier? Oh, das sind auf jeden Fall dicker Gegner. Das ist doch schon mal schön. Dicke Gegner mag ich gerne. Oh. Aua. Was, du lebst noch? Ist stabiler als ich dachte. Die Boys hier. So, Achtung. Und Licht. Es werde Licht. Oh, du bist ja richtig am Rollen, Junge. Du bist ja richtig dabei.
Ja, dreh die. Bock hat der Junge. Dynomat. So, was haben wir denn hier am Stehen? Keine Sieg voraus. Skelett voraus benötigt. Helft mir. Helft mir. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Einmal den hier. Dann den hier. Dann den hier. Und los. Scheiße. Alter, was? Ich kann mich mal heilen. Los. Okay, mit Ausweichen war da nix. Okay, die sind ein bisschen, wie sagt man, übel drauf. Oh. Ich würde sagen, das sind, wie sagt man, üble Boys. Jetzt sind wir dran. Meine Imitatorträne wird nur gebumst. Oh lol, ich habe keine Magie mehr. Oh, das war dumm. Warte, Magie. Oh lol. Ich mache jetzt zu viel Micromanagement, das ist gerade das Problem. Alter, krass, die sind so übel. Mein Imitator ist tot. Nee, das wird, glaube ich, nix. Jetzt können wir, jetzt können wir. Das sind ja doch noch zwei, weißt du? Wenn das so einer wäre, ja. Aber zwei. Das ist übel. Ich glaube, da komme ich mit meinem Imitator tatsächlich nicht weit. Das wird, glaube ich, nichts. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Was ist hier los? Voilà. So, warte. Okay, wie machen wir das denn am besten? Also, Imitator wird nichts. Was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht, wenn ich sie beschäftige, die Typen. Jetzt mache ich erstmal die Skelette weg, weil die nerven. Was ich mir vorstellen könnte, wenn ich die beschäftige. Aua. Wenn wir die. Oh Mann! Wenn wir die beschäftigen. Vielleicht. Vielleicht die Sniperfrau. Das war leider echt krass. Mal sehen. Inventar. Warte, wie geht denn das nochmal? Da müssen wir. Ah, die habe ich sogar schon dabei. Lass uns mal die Sniperfrau ausprobieren. Vielleicht klappt das besser. Ich glaube es nicht, aber es könnte ja sein. Die Gammelarten brauche ich auf jeden Fall nicht versuchen. Das hat keinen Sinn. Machen wir mal. Und was ich mir vorstellen könnte. Moment, noch eine Sache. Ich tausche. Dich. Mit dem. So, wenn ich jetzt den mache. Okay. Wir probieren es mal so. Vielleicht klappt das besser. Wir können so ein bisschen Abstand halten. So, also einmal pushen. Nochmal pushen. Durchheilen. Los geht's. Was war das jetzt? Oh, lol. Ich hab Scheiße gebaut. Oh, ich hab Scheiße gebaut. Unfassbar. Hast Knopf gedrückt.
Wegbleiben, wegbleiben, wegbleiben. Ne, dauert zu lange. Das Problem ist, es dauert zu lang. Auch zu lang. Scheiße. Ist sie schon tot? Sie scheint schon tot zu sein. Ja. Okay, das hat keinen Sinn. Brauchen wir gar nicht versuchen. Nee. Nee, das hat keinen Sinn. Also das klappt nicht. Die Strategie war nicht zum Erfolg. War nicht erfolgversprechend. Da müssen wir doch mit unserem Blutding durch. Geh mal wieder zum Pfahl. Alter, das ist übel. Hab ich den Tod jetzt gezählt? Ich glaube, ich bin eh ein paar drüber. Insofern nicht so schlimm. Da müssen wir mal warten, bis der Kater wieder auf Stand ist. Grüße gehen raus und danke nochmal für deine Mühen hier. Okay, das wird nix. Also da müssen wir tatsächlich sagen, dich tausche mit dem. So. Nee. Komm schon! Ist doch wohl nicht. Und eben noch den letzten hier. Das wird spannend. Das ist halt echt schwer. Kein Sieg voraus. Ja, ich sehe den auch noch nicht so unbedingt, Alter. Skelett voraus benötigt. Helft mir. Helft mir. Das sehe ich auch gerade so. Helft mir. Gut, dann lass uns nochmal wieder pushen. Warte, wir können ja mal den pushen. Dann pushen wir den. Ist noch genug Zeit dafür da? Okay, warte. Dann gehen wir rein. Sofort weg. Oh, lol, Alter. Es ist unglaublich. Ich krieg hier nichts hin. Ich kann auch nichts casten. Ich krieg nur aufs Maul. Unglaublich. Kann nicht mal heilen. Nicht mal heilen ist drin. Okay, so. Weg. Weg. Heilen. Oh Mann, ey. Unglaublich. Jetzt komm. Jetzt. Oh, meine Mana ist leer. Yeah. Weg, heilen. Was macht er denn jetzt, die Sau? Oh, Flügel. Warte. Das Gute war meine... Das Ding war im Weg. Jetzt sind wir wieder dran. Nein, komm schon. Oh, lol. Ein, wenn ich es wegkriegen würde. Scheiße. Ich komme nicht mal zum Trinken. Die sind so am Angreifen. Das ist nicht mehr normal. Jetzt... Ach, okay, warte. Jetzt kriegen wir den einen weg. Den kriegen wir jetzt weg. Komm. Der ist weg. Ja, den ersten haben wir. Okay, oh, weg. Achtung, jetzt ist mein Imitator ist noch da. Heilen. Mit dem Imitator könnte es klappen. Achtung. Lololol, ja, Alter, holy moly. Gegner zu Fall gebracht. Ordovis Großschwert. Axthelm des Schmelztiegels. Axtrüstung des Schmelztiegels sowie Stulpen des Schmelztiegels. Und Beinschutz des Schmelztiegels. Wie viel? 29.000 nur. Ja, gönn dir. Das ist ja nix. Darauf erstmal noch ein Säckchen. Prösterchen, meine Lieben. Das war doch schon wieder richtig schön, oder was? Das hat doch schon wieder richtig Spaß gemacht. Das führt uns an den Anfang zurück. Da wollen wir aber eigentlich gar nicht hin, weil wir... Na, wobei doch, wir könnten vom Anfang nochmal los. Es gibt noch ein bisschen was zu entdecken, aber wir können eigentlich theoretisch auch wieder zurückgehen. Was sollen wir denn an Anfang, ne? Lass uns einfach wieder zurückgehen. Und da dann gucken. Was uns noch so erwartet. Das war doch schon mal aufregend. Ja, also sobald zwei Gegner kommen, wird es halt wirklich, dann wird es sportlich, ne? Muss man ganz klar sagen. Aber wobei, komm, ich würde sagen, wir gehen doch an den Anfang zurück. Dann können wir uns nämlich einmal an den Ort der Gnade setzen. Einmal durchheilen. Und dann greifen wir einfach von vorne an. Es gibt noch auf jeden Fall mehrere Stellen, wo wir noch runter können.
Das passt dann. Ja, Hahn, ist entspannt. Na gut, passt ja gerade optimal. Optimal, ne? Das passt ja gerade optimal. Optimal. So, Randgebiet der Hauptstadt. Meine Lieben, ich lasse mal eben gerade den Fahrstuhl hochfahren und dann machen wir hier erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.